Ja, erstmal war es genau das, was wir eigentlich erwartet haben. Ein brutaler Pokalfight, den beide Mannschaften abgeliefert haben. Kompliment an meinen Kollegen und seine Mannschaft, aber auch an meine Truppe, die dann doch zum Schluss den Kopf oben gelassen hat und auch im Elfmeterschießen kühlen Kopf bewahrt hat und dann eben auch das glücklichere Ende für sich hatte. Wir haben sehr, sehr gut begonnen. Ich glaube, wir waren sehr dominant zu Beginn des Spiels, haben auch verdient das 1-0 gemacht, hatten sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit, um zu erhöhen, haben dann im Laufe der ersten Halbzeit ein bisschen mehr zugelassen. Die Essener kamen ein bisschen besser ins Spiel und automatisch kam natürlich dann auch das Publikum mit dazu, was dann hier natürlich auch schön Rabatz macht und was natürlich die Jungs auch nochmal nach vorne peitscht. Dann ging es in die Halbzeitpause. Aus der Halbzeitpause kamen wir eigentlich auch ordentlich raus. Ja, haben dann auch dieses 2-0 gemacht, was abgepfiffen wurde nach der Standardsituation. Genauer kann ich darauf nicht eingehen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Dann fängt so ein Spiel an, auf einmal in eine andere Richtung zu kippen. Und das ist für Pokalspiele, glaube ich, ganz normal. Wenn ich die Ergebnisse gerade eben vergleiche, dann ist das nicht nur hier passiert, sondern es gab es wahrscheinlich auch irgendwo anders am heutigen Tag. Und summa summarum war es so, dass das Ganze dann in die Verlängerung reinging und dort dann auch nochmal ein, zwei Gelegenheiten für uns war. Aber auch die RWEler hatten nochmal den einen oder anderen Konter, der sicherlich hätte gefährlich werden können. Aber man hat gesehen, dass die Kräfte dann wirklich bei beiden Teams auch dem Ende sich geneigt haben. Und in Unterzahl, muss man sagen, hat die Essener Mannschaft sich hervorragend gewehrt, defensiv sehr, sehr gut gestanden und uns das Leben schwer gemacht. Wir haben es uns aber auch ein bisschen selber schwer gemacht, vor allem ab der 60. Minute, weil wir nicht mehr ganz so ordentlich Fußball gespielt haben, trotz Überzahl und die Dominanz nicht mehr ganz so auf dem Platz hatten. Summa summarum sind wir sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich, dass wir die nächste Pokalrunde erreicht haben und nur um das geht es im Pokal. Da gibt es keine A-Note oder B-Note, sondern gibt es einfach das nackte Ergebnis und der gewinnt, ist weiter und deswegen sind wir froh. Ich wünsche meinem Kollegen und vor allem natürlich auch Rot-Weiß Essen eine gute Saison, ja, und ich denke, dass dieses Spiel, auch wenn es zum dritten Mal war, glaube ich, in der ersten Hauptrunde in die Verlängerung und dann leider doch am Ende den Kürzeren gezogen. Viel, viel Glück und viel, viel Erfolg für die laufende Runde und ich glaube, wenn man das heute gesehen hat, dann hat RWE in der Regionalliga nichts zu suchen, sondern wäre sicherlich ein schöner Verein, der die dritte Liga aufheitern würde und nicht nur die dritte Liga. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich erstmal für die netten Worte. Leider ist es natürlich immer so, im Pokal geht es ums Weiterkommen und wir sind leider nicht weitergekommen. Ich glaube, dass wir über 120 Minuten genau das abgeliefert haben, was wir wollten, nämlich einen Pokalfight, einen sensationellen Pokalfight mit den Leuten im Rücken. Ja, und wir haben alle das rausgehauen, was drin war, vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr, weil wir schon ja längere Zeit in Unterzahl gespielt haben. Und dann eben auszuscheiden, ist sehr bitter. Nichtsdestotrotz ist, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, ist immer entscheidend, wie man auftritt. Und dann werden auch die Ergebnisse sich wieder drehen. Darf ja nicht vergessen, wir haben heute gegen Zweitligisten gespielt und nochmal längere Zeit in Unterzahl und waren dann schon hinten raus auch ebenbürtig. Mich hat auch jemand vor dem Spiel mal gefragt, ob die Jungs Luft haben für 120 Minuten. Hatten sie. Und noch zu 10, dass wir hinten raus dann ein bisschen kaputt waren und ein paar Letztes gegeben haben, ist auch völlig normal. Ja, aber wie gesagt, eins wollte ich wollte nicht hier sitzen und sagen, wir haben einen sensationellen Pokalfight abgeliefert und sind ausgeschieden. Aber manchmal ist das so im Fußball, damit müssen wir jetzt auch umgehen, müssen die Jungs auch umgehen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz bin ich stolz auf das, was wir heute abgeliefert haben, zusammen mit den Fans. Und das ist das, ja, was wir brauchen und das wollten wir vor der Saison, da sind wir angetreten, dass wir genau das wollen. Eine Einheit sein mit Fans, mit Mannschaft, dass die sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich von der ersten heute bis zur 120. Minute brutal reinhaut und dann werden irgendwann auch die Ergebnisse sich wieder drehen. Dankeschön.